So, ich hoffe, es funktioniert. Hallöchen auch an YouTube fürs Let's Play, nehme ich das Ganze auf. Wir sind heute ausnahmsweise mal in einem Livestream für Scum. Holger und Dani sind auch schon da. Ich begrüße euch nochmal fürs Let's Play. Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen außerhalb des Let's Plays. Wir sind im Let's Play noch lange nicht so weit, wie ich jetzt schon bin. Das heißt, die Leute im Livestream werden jetzt ein kleines bisschen gespoilert natürlich auch. Sorry dafür. Aber wir werden jetzt in einen verlassenen Hunger gehen, dass wir im Livestream vielleicht mal öfters mal, wenn das gut ankommt, Scum-Livestream. Mal gucken. Ich habe das vorhin richtig gehört. Pipi hat gemeint, wir sollen Mist bauen im Bunker. Ja, ganz viel. Okay. Ich will es nur wissen, weil dann bleibe ich halt einfach zu Hause bei mir. Wobei, nee, übertragen. Ja. Also, sag mal was, ich würde zumindest gerne mal die Amori im ersten Stock aufmachen. Vielleicht. Aber das sollte ja machbar sein. So, ganz kurz, um euch auf den Stand zu bringen, auch den Livestream. Wir haben in der letzten, wir haben eine Kiste gehabt hier, die Verkaufskiste. Das war unser letzter. Wir sind in den normalen Bunker reingelaufen, oder? War das, glaube ich, das letzte Mal. Ja. Das könnte gut hinkommen. Ja, das war der Bunker, glaube ich, C2, ja, wo wir das letzte Mal waren. Ach, das, ja, richtig, genau. Genau, ja. Das ist die Ausbeute des Bunkers C2, wo wir zu dritt durchgepflügt sind. Also wirklich sehr, sehr nett. Ist noch nicht aussortiert. So, was hast du mir da reingeschmissen? Eine MP5. Nee, doch? Ja, ah, ja, die MP5. Aber dazu musst du natürlich auch erklären, wieso. Hatte ich nicht eine MP5? Du hattest eine MP5 SD gefunden für mich. Ja, ich bin auch der Meinung, ich habe auch eine MP5 mittlerweile gefunden gehabt, oder? Ach, ist egal. Auf jeden Fall, wir hatten in dem Bunker eine MP5 SD, also die schallgedämpfte Variante. Holger hat fast alle Waffen, die es gibt. Die A52A1 fehlt immer noch. 82A1, oder? Ja. Aber sonst hast du, glaube ich, alles. Der Raketenwerfer fehlt noch. Warte, ich habe irgendwo eine Liste, die müsste ich jetzt mal so finden. Und die aber SD es ist nicht mehr viel. Und die Mule fehlt mir natürlich noch. Und die Mule. Aber sonst hat er tatsächlich alles. Und deswegen habe ich ihn wieder klar überlassen. Und bin ja netter. Das ist wohl wahr. Ach, ich soll dich ja nicht loben. Mist. Nein, das darf man anscheinend. So. So, ja, was nehmen wir denn da jetzt mit? Also, wir gehen jetzt in den Bunker, verlassener Bunker. Mal so ein bisschen, ausprobieren und so weiter. Ich bin da noch lange nicht durch, was das Ausprobieren angeht. Wir werden da auch noch mal allein reinrennen. War jetzt dann erstmal wieder zu dritt. Wir nehmen auf jeden Fall, wir müssen uns jetzt erstmal umziehen. Ich muss mal ganz kurz sortieren. Die UMP haben wir das letzte Mal gespielt, das war auch sehr cool. Ich habe noch alle Waffen, die ich ausprobieren muss. Das heißt, wir müssen noch verschiedenste Waffen auch durchprobieren, aber für den Bunker jetzt logischerweise eine schallgedämpfte Variante. Und einen Bogen. Logisch. So, dann macht schon mehr Sinn. Das ist allerdings auch noch die Frage. die Block mit. Und den Katana? Ne, den Katana nicht, ich nehme einen Dao mit. Ah, guck hier, unten eine MP5 tatsächlich. Ich habe eine MP5 nämlich gefunden in der Polizeistation oder so. Na gut. Dann hast du ja jetzt Ersatzteile. Ja, genau, das ist ganz gut. Dann kann ich die wenigstens reparieren. Was nehme ich da? Boah, gleich so wenig Pfeile? Bogen. Echt? Du nimmst einen Bogen mit? Ich dachte, die wollten missbauen. Ja, auch. Das heißt, also die haben in 3 Stunden, die waren halt zu 5, zu 6 und haben in 3 Stunden nichts hingekriegt, großartig. Wir wollen das ein bisschen anders machen. Ich möchte jetzt keine 3 Stunden in diesem Bunker verbringen, aber so ein bisschen ausprobieren mit Pistolen, wann, wie, was getriggert wird und so weiter, würde ich das gerne. Okay. Aber es soll schon darauf ausgelegt sein, auf ein bisschen auf Effizienz, dass wir zumindest ein bisschen was daraus ziehen. Okay. Die Verkaufskiste, die jetzt komplett voll ist, lasse ich mal da. Das lohnt sich nicht, die mitzuschleppen. Und auszusortieren würde jetzt eine Stunde dauern. Weil, wieso habe ich denn gerade keinen Köcher auf dem Rücken? Was ist denn da los? So, Schrotmuni. Verband können wir nochmal mitnehmen. Wir haben unser HS. SF-19. Wir haben eine Jacke. Ich finde gerade, das ist tatsächlich ein Problem, meine kugelsichere Weste nicht. Ich kann mal gucken, ob ich noch eine habe. Ich muss sie ja irgendwo gelassen haben. Ich hätte noch eine blaue zum Verleihen. Ja. Wenn ich meine nicht finde, würde ich die nehmen, aber ich habe irgendwo eine schwarze. Okay, ich schmeiße sie mal einfach ins Auto und dann ist sie dabei. Achso, haben wir nicht wieder gesagt, wir ziehen irgendwie alles aus und so Blödsinn? Nee. Hä, wo ist meine? Ich habe, die habe ich ja extra gekauft. Wo ist die hin? Ich habe die doch nicht ausgezogen. Boah, das ist das Problem, wenn du recht viel Loot hast. Autozoll. Da ist die Peacekeeper. Der Bogen. Das ist übrigens auch der falsche Bogen, den ich gerade anhab. Das ist der richtige.
Ja, meine kugelsichere Weste ist im Nirvana. Anscheinend. Also kannst du gerne eine von uns haben. Ja, würde ich nehmen. Diese Dinger sind leer. Als ich sie nicht verkauft habe. Also ich habe die blaue schon mal ins Auto geschmissen. Okay, perfekt. Aber wo ist meine schöne schwarze hin? Die Metallpfeile nehmen, meine Holzpfeile sind irgendwie alle weg. Also ihr nehmt beide Bögen mit? Ja. Ja, ich hätte jetzt die Ballista eingepackt und da hatte ich aber die Block. Ich habe für den Bogen keinen Platz mehr. Tatsächlich. Ich sehe, dass das alles klar, aber die... Ja, muss ja auch nicht. Wäre reicher, wenn wir Bögen dabei haben, dann kannst du den Blödsinn machen. Das ist eh dein Ding. Das machst du dir eh viel lieber. Soll ich nochmal die Strohflinte einpacken? Ah, nee. Ich frage euch, die UMP überhaupt mitschleppe. Ich glaube, wir nehmen tatsächlich nur Bogen und Handfeuerwaffe mit. Dann packen wir die UMP weg. Ich hätte hier noch ein VRSBG. Zusammen mit einem Haufen 40x46 Granaten. Ich glaube nicht. Ah, gut, das bräuchten wir aber dafür einen Sentry, oder? Ja, das ist schon wahr. Also ich hätte auch einen Haufen Munition für die AS-Wall, aber die ist ja so überhaupt nicht schallgedämpft. Nee, leider nicht. Der Schalldämpfer da drauf zählt ja nicht. Ja, ich bin mir da inzwischen nicht mehr so sicher, weil bei der MP5 hieß das auch so. Und ich musste mich ja beim Legolas entschuldigen, weil meine Tests mit der MP5 SD sahen zumindest so aus, als wenn dieser wohl bei Zombies inzwischen funktioniert wieder. Ah, die VSS, okay. Ich hab keine Wahl. Die VSS ist auch schallgedämpft, oder? Ja, wenn du Schall Factory drauf machst. Silenced? Nee, Factory Silenced ist dann Sniper. Achso, die ja. VSS, ja, das ist ja die BDA-Auswahl. Ja. Dafür hätte ich Tonnen an Munition. Ja, pack mal die UMP-Magazine aus. Schau ein. Auch Granate können wir mitnehmen. Fächer nehmen wir auch mal mit. Nehmen na gut. Essen. Ich kotze das gerade ein bisschen an, dass meine Weste anscheinend irgendwo weg ist. Ja, aber die hast du bestimmt nicht aus Versehen irgendwo abgelegt. Nee, deswegen. Das wundert mich. Ich muss zum Händler, ich kann mir eine neue kaufen, die kostet 3600, das ist nicht das Problem, aber es ist trotzdem nervig, wenn das Ding einfach irgendwie weg ist, vor allem es macht keinen Sinn, ich würde die nicht ausziehen. Fällt zumindest kein Grund ein, warum ich die ausziehen soll. Ah. Ich muss gerade meine Block noch tauschen. Sollte ich mal Fuses mitnehmen? Was hast du noch im Angebot an Fuses? 600er, 800er. Ich habe noch ganz viele 200er, die reicht für den oberen Stock. Ja. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Irgendwas wollte ich gerade noch. PP Feuerstuhl heißt das Fahrrad. Auch schön. Sehe ich gerade. Wie heißt dein Auto? Hat das umbenannt oder was? Immer noch. Ich hab's noch nicht umbenannt. Nee. Ja, eben. Das Ding frage ich. Dann könnt ihr im Chat, Name fürs Auto. Ihr seid gefragt. Zwei Masse gekauft, super zum Bibi. Das heißt, eine weitere. Ach, mir fällt aber nicht. Brigantine. Hammer. Ja, will einer von euch fahren? Was haltet ihr von, wenn wir in den B2-Bunker gehen? Denn da haben die Dani und ich mal vor ein paar Wochen eine Kiste gelagert. Die müsste mal aktualisiert werden. Ja, das können wir machen. Ich nehme mal, habt ihr Schraubenzieher dabei? Sonst nehme ich einen mit. Achso, für die Armory unten. Nimm du auf jeden Fall mal einen mit. Ich habe, wenn, dann nicht mehr viele. Ich hab noch. Ich glaube, ich habe in meiner Kiste. 80. Oh ja. Ich glaube, wir wissen, wer die Schraubenzieher sponsert. Okay. Ich habe auch noch ganz viele verbesserte, die Dreh. Wollen wir wirklich ganz nach unten oder bleiben. Wir bleiben oben, oder? Ganz so viel Stress würde ich mir jetzt immer machen wollen. Ich würde es einfach davon abhängig machen, wie viel Gegenwehr wir kriegen. So, das können wir auch mal. Also, ich habe eine 200er und ich habe noch drei 600er. Und ich hätte einen 800er sicher. Ja, so 800 und 600 habe ich einen ganzen Haufen. Dann lass ruhig meine nehmen. Also, dann hebe ich meine auf. Mhm. Was ich jetzt schon mal gemacht hatte, nämlich ist auch, den oberen Armory, den kannst du mit einer 200er-Sicherung machen, genauso wie dieses erste kleine Security-Ding. Und da habe ich eine Hunter zumindest drin gefunden gehabt. Dann lass uns das, dann nimm du mal 200er mit und dann lass uns da auch nochmal anfangen.
200 damit. Soll ich dich gerade abholen, weil ich bin fertig mit ja, bitte. Vorbereiten. Und dann könnten wir zusammen Richtung Holger fahren. Ja. So, Autozeug kommt wieder ins Auto. Lustigerweise, ich habe einen Arsch voll Waffen mittlerweile, mit allem Möglichen. Hast du nochmal Carbonpfeile, aber irgendwie fehlen mir Pfeile gefühlt. Und zwar, ich habe extrem viele Pfeile gekauft. Und eben meine Weste fehlt. Ja gut, du verschießt auch viele Pfeile. Ja, aber ich hab 50 Stück gekauft oder so, also. Okay. Da brauche ich schon vielleicht eine Weile, bis die wechseln. Vielleicht hast du die irgendwo abgelegt, wo du jetzt nicht dran denkst. Das kann sein. Und mittlerweile ist, ich muss echt wieder sortieren. Blutmäßig ist schon schlimm, wenn alles voll ist. Was auch gut ist, wir haben sehr viel Zeug zum Verkicken vor allem, das ist wieder massenweise Kohle. Aber irgendwo, da ist noch ein grünes Visier. Ich glaube, das habe ich ewig gesucht, oder? So, ich habe jetzt mal 60 Schuss. Aber ich nehme mal 60 Schuss mit. Für die normale, dann habe ich den Bogen dabei. 12 normale Pfeile, 11 Carbonpfeile. Habe ich nicht noch mehr? Vielleicht Pfeile ausprobiert. Sonderkarre, Pipi. Guck mal, hier sind meine anderen. Hier habe ich nochmal Metallpfeile. Dann nehmen wir nochmal 36 Metallpfeile. Moment, ich komme gleich, ich sortiere noch. Ich habe gerade meine Pfeile wieder gefunden. Nochmal einiges für die 9mm mit. Eine Spritze haben wir dabei, falls wir einen Brenner treffen. Man weiß ja nie. Und einen Verband mache ich mir noch. Hast du dein Modul dabei? Yes. Hier noch. Infected und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Verbände, reichen die? Oh, also ja. Und was wir gelernt haben. Wir fahren auch nochmal bei mir vorbei. Antibiotika. Ach guck mal, ich habe sogar noch so ein Intelligenzserum. Oh cool, das können wir uns gleich am Anfang reinschmeißen. Jetzt geht noch ein bisschen. Und was zu essen brauche ich schnell noch. Und dann können wir gehen. Ja, wir müssen auch nochmal bei mir halten. Ja, sonst fahr schnell zu dir hoch. Und dann, ich muss jetzt gucken, wo ich noch irgendwas Eisen habe. Ich hab dir, guck mal in die Küche, ich hab dir einen Cheeseburger reingelegt. Oh, wo? Weißt du? Da unten. Boah, Cheeseburger. Ja, dann warte ich auf dich gerade. Dann fahren wir zusammen bei mir vorbei. Liegt ja auf dem Weg. Ich brauche nur ein paar Verbände dann. So, das Wasser können wir austauschen. Haben wir 5 dabei. Wobei 4 Aufladung Wasser. Okay, also, Essen, Hammer, Wasser ist okay, ich habe die Waffe, ich habe das Schwert reparieren wir aber nochmal auf jeden Fall kurz, dann können wir los. Es fällt einem immer wieder was Neues ein. Ist auch ein Reserveschleifstrang vom Bunker. Oh, stimmt. Oh, aber, oh. Gut, was? Irgendwo ist er. Aber wo ist denn der? Nicht schlimm, alles gut. Nee, ich weiß, wo meine sind dann. Kriegst du einen von mir, ist kein Thema. Wir haben doch bestimmt eingelootet, oder? Ja, man nicht. In der Behaltenkiste? Schleifstein. Wobei wir, wenn wir da hinten... Achso, kann einer ein Brecheisen mitnehmen? Ja, kann ich machen. Das wäre ganz cool. Das würde ich auch gerne mal probieren, weil das spawnt wohl nur ein Razor, wenn du so ein Ding aufmachst. Und das wiederum, finde ich, ist schon ein... lohnt sich schon eigentlich. Was willst du mit dem Brecheisen aufmachen? Die Türen. Armory und so weiter. Kannst du einfach so aufmachen dann mit dem Brecheisen. Brauchst du keinen Code. Nichts dafür. Mhm. Ich finde tatsächlich Schleifstein gerade nicht. Ich habe irgendwo welche. Mach nichts, ich habe noch einen. Weiß noch nicht. Komm mal. Ich muss echt wieder sortieren. Aber ich habe jetzt auch 4 Tage nicht gespielt. Ich hoffe, ich bin überhaupt im Thema. Werden wir gleich sehen. Also kein Problem, Patrick, pass auf. Du hast vor dir die Tastatur. Links siehst du die Tasten W, S, A und D. Okay. Wenn du die mal drückst, siehst du, dass dein Charakter sich in die verschiedenen Richtungen bewegt. Moment nicht, ich fahre in einem Auto. Oh, okay. Und ich habe noch ganz links steht noch ein Bier. Das ist vor allem sehr hilfreich.
Nee, das ist unfair. Wieso hab ich keins? Das weil du dir im Vorbeigehen am Kühlschrank keins mitgenommen hast. Oh. Na, super. Pepis Donnerkarre. Auch nicht schlecht. Du hattest ja vorgehabt, demnächst mal irgendwann dir die Air Force Base einzugucken, ne? Ja, sobald ich wieder zum... Also ich wollte eigentlich die letzten 4 Tage auch spielen, bin aber nicht zum Spielen gekommen, aber das war eigentlich geplant tatsächlich. Wir hatten heute eine kleine Fahrradtour gemacht, um die Karte rum. Und haben in D3, in dem Dorf, einen großen Generator gefunden. Und den haben wir mitten auf die Straße gestellt. Also wenn du einen Reservegenerator haben willst, dann kannst du da gerade vorbeifahren, den einladen. Oh, perfekt. Das ist das Richtung D4, oder? Das ist, was so runter geht, das Dörfchen. Ja, genau. Der Stadt. Ah, okay. Ja, genau. Ah, dann werde ich mal vorbeischauen. Direkt auf der Hauptstraße, nicht zu übersehen. Ja. Oh, komm, dann schauen wir mal schnell bei Dani vorbei, wenn wir eh gerade da sind. Wir haben noch Zeit, oder? Mhm. Kein Thema. Was hast du hier draußen? Garten. So, du brauchst einen Schleifstein. Den kriegst du erstmal hier auf dem Tisch. Danke. So. Ich brauche noch ein paar Verbände. So, gucken wir mal hier. Werkzeuge. Gut, die Beschriftung kenne ich. Kurzwaffen. Pistolen. Das sieht ähnlich aus wie bei mir. Ah, guck mal hier. MP5 zählt auch dazu. Ach so, stimmt. Es gibt ja eine MP5. Es gibt eine MP5K. Ja, ja. Das war ein bisschen aus der Not geboren, weil mein Langwaffenschrank voll war. Welche hast du mir gegeben, Holger? Die K oder die MP5? Die normale. Ich glaube, ja, dann fehlen mir die K, glaube ich. Dann habe ich 2 normale. Aber ich müsste mal nachgucken. Ich kann dir auch gerne K geben. Nö, das finden wir schon noch. Vielleicht heute. Weiß man's. Ja. Im Messer. Also, Dani ist Messer. Nur für den Fall, ich habe 2 da. Naja, Jäger und Sammler und so, ne? Ja. M82 Schalldämpfer gibt's auch schon 2. Oh. OSS. Oh, AK-5? Oh, AK-15 ist cool. Da hätte ich gern eine. Da müssen wir mal, da müssen wir noch suchen gehen. Ja. Mhm. Rucksäcke. Das ist... So, ganz ehrlich, kommst du mal bei mir vorbei und sortierst mal. Das ist ja ein Träumchen. Das kommt mir so bekannt vor. Ah, wir hatten mal auf dem Server, als wir eine Gemeinschaftsbase hatten, eine Wareneingangskiste und jeder, der kam, hat alles reingeschmissen. Und wer hat sortiert? Zumindest in den meisten Fällen. Ja, das muss man auch machen. Sure. Das ist echt gut sortiert, Holly Waldfee. Vor allem Essen ist sortiert, das sag ich bei... Oh Gott, das fehlt mir noch. Hübsch, hübsch. Danke. So, dann fahren wir jetzt einmal beim Holger vorbei. Kannst du da auch ein bisschen stöbern? Ja, da waren wir noch gar nicht, stimmt. Müssen wir uns auch mal reinschauen. So, die Aufnahme... Ja, da müsst ihr ein bisschen mehr Zeit lassen. Was, bitte? Ihr müsst mich alle 30 Minuten mal dran erinnern, dass ich die Aufnahme pausiere. Okay. Da wird ein bisschen mehr Zeit zum Stöbern brauchen. Weil ich habe ja auch teilweise 3 gleiche Waffen, nur weil sie unterschiedlich lackiert sind. Glaub. Wahrscheinlich kann ich die nächsten 5 Stunden machen wir Holger. Was? Ja. So, jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Was hast du noch gekauft zum Video? Noch eine Schaluppe? Dein Benzin reicht aber noch, oder? Ja. Zum Bunker und zurück kriegen wir hin. Außerdem ist ja da bei der Stadt die Tankstelle gleich. Stimmt. So, mal drüber gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, Messer ist nicht ganz top, aber das ist egal. Das brauchen wir im Idealfall eh nicht. Das einzige Problem, was wir haben werden, das, was ich halt gesehen hatte, war mit Vanille-Einstellung, das heißt Zombies mal 1. Ich glaube, wenn wir tatsächlich so viel schießen, stehen unten dann nicht nur 30 Zombies, sondern wahrscheinlich 300. Oder was ist die Maximalgrenze? 69? Das ist auch noch ein Base. Kannst du gar nicht fragen, aber auf jeden Fall eine ganze Menge, ja. Da im Eck, ja. Ja, das Problem sind einfach die großen Räume, in denen die drin spawnen können und dann durchglitschen. Ja. Aber vielleicht kommen wir irgendwann noch der Fix. Man weiß es nicht. Schön wäre es auf jeden Fall. So, was? Hab das Schiff angemalt und Sachen gekauft. Achso.
hübsch gemacht. Du hast sehr viele Puppets vor der Tür. Immer. Und es ruckelt wie Hölle gerade bei mir. Mhm, ja, übrigens, definitiv gibt es auch richtig Leck, wenn der Loot-Drop kommt. Also das haben wir zum dritten Mal gehabt. Wahrscheinlich bist du das. Wahrscheinlich ist die Basis so mit Loot vollgestopft, dass der Server nicht in der Ecke Da ist er. Ah, guck mal, da kommt er von hinten rum. Zack. Herin. So, kann man euch heute wieder nicht auseinanderhalten? Ah, doch. Ja, ich hab das Weiße an. Holger ist grün unterwegs. Hatte ich nicht auch einen anderen Rucksack an? Setze mal. Ja. Ja. Ja, ihr saht sehr, sehr identisch aus. Beim Stimmt, wo hab ich... Letzten Mal. Irgendwas ist komisch. Ich weiß, ich muss mal mein ganzes Zeug durchsuchen, vielleicht finde ich mein ganzes Zeug wieder. Wer weiß, irgendwo wird's liegen. Du weißt, ob ich sind. So, Küche. Nicht ganz so schön sortiert. Ja! Kleidung überhaupt nicht sortiert. Ja, ich habe mich auf das Wichtige konzentriert. Ach, guck mal, hier hat aber noch eine taktische ballistische Weste. Kann mir jetzt eine Weste? Habt ihr mir eine? Ah, die liegt im Auto. Okay, perfekt. Da ist auch. Also, zu Tieren. Ja, warte mal ab. Oh, die Garage ist cool. Kfz-Zubehör. Das ist sortiert. Du wartest, dass der Flieger kommt, oder? Ja, ja. Rechne ich fest mit. Ah, jetzt weiß ich, wer die ganzen großen Benzinkanister einsammelt, die ich nie finde. Du hast doch einen neben deinem Kühlschrank. Ich habe auch einen mir mittlerweile kaufen müssen, aber ich habe noch keinen einzigen gesehen, tatsächlich jetzt. Das ist traurig. Echt? Ja. Bist in den falschen Ecken unterwegs. Aber auch. So, hier oben wird's interessant. Ja, das stimmt. Ah, eine Waffensammlung. Schade ist, dass man nur zwei Waffenstände da hinstellen kann. Ja. So, was haben wir denn hier? RBK, M249, UMPs. Was ist? Carbon Hunter, M16. Hübsch, auch lackiert. AWP, AWM, Hunter, SV. Oh, eine SVD. Die brauchen wir auch noch. So, dann gucken wir mal. Zubehör. Oh, Elektrikerwerkzeug. Hat er auch einiges? Add-on und Repair. Okay, den ein oder anderen Schleifstein und das ein oder andere Waffen-Repair-Kit. Okay. Wobei ich, glaube ich, auch schon 7 oder so mittlerweile habe. Ah, hier die ganzen Waffenteile. Auch eine Menge. Siehst du das mit den Waffen, dass ich jeweils 3 die gleichen habe? Bei Waffen bin ich gerade, aber 3? Ja, sehen wir hier, pass auf. Zwei gleichen Kurven auf dem Boden. Achso, hier die Pistolen. Ah, und verschieden lackiert. Ja, genau, deswegen brauchst du jetzt mehrere. Ah. Kommst du gar nicht mehr drum rum. Ah, und hier auch natürlich gravierte Waffen, selbstverständlich. Haben wir auch noch keine gefunden, leider. VHS, zwei Varianten. Oh, eine AK-15 brauche ich noch, also da müssen wir echt mal... Vielleicht finden wir ja eine. Ja, ansonsten... Munition. Ich die hier. Ah, okay, ich weiß, wo ich Munition leihen werde. Wobei ich jetzt auch wirklich sehr viel herstellen kann. Ja, dafür habe ich einen eigenen Schrank fürs Herstellen. Primal. Und du schießt nur mit Holzpfeilen, hast aber 2 Milliarden Carbonpfeile, okay. Ja, wir müssen sparen. Okay, schaut euch allein den Schrank hier an mit dem Bögen und dem Pfeilen und dann heißt es, wir müssen sparen. Da schießt du, keine Ahnung, kannst eine Stunde lang Pfeile durch die Gegend ballern und sie nicht wieder einsammeln. Diverses Material. Sprengstoff. Ah, hier wird's interessant. Allmächtiger, okay, das reicht für den Sentry. Holla, die Waldfee. Ja, und hier, der AT4, links brauchen wir auch noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch die Raketenwerfer. Habe ich noch nie geschossen tatsächlich. Ich habe mir auch nie irgendwie mal einen rangecheatet oder irgendwas anderes per Admin-Befehl. Hab die Dinger noch nie abgefeuert. Ich würde gerne mal wirklich einen abfeuern. Ja, das muss man auf jeden Fall mal in Angriff nehmen. Ja. Ah, und hier, und 1-2 Sicherung hat er auch noch. Ja. Nett. Und GCU-Chips. Aber die eigenen, oder? Was denn? GCU-Chips. Achso, sieht man ja nicht mehr. Nö, nicht unbedingt. Das sind noch von anderen dabei. Und mir hast du aber noch keinen, oder? Kann man hier nicht mehr sehen. Wenn die abgelaufen sind, siehst du es nicht mehr. Ah, oh, schade. Guck dir mal den ganz linken Schrank an. Dreimal hat sie mich dahin gerafft. Munitionscraften.
Das Schöne ist, hier liegt so viel Zeug drin, das fällt nicht auf, wenn was fehlt. Schneiderei. Oh, Seife. Ah. Nett. Also Atomkraftwerke müssen wir, haben wir ja auch noch vor. Also wir haben noch ein bisschen was auf der Liste stehen. Atomkraftwerk ist definitiv auch gesichert. Gut, fahr mal. Ich finde die Bauweise ist sehr cool von dem Häuschen. Ja, danke. Schön kompakt und die Garage ist vor allem ganz cool. So. Ist recht einfach gehalten. Ja, ja, aber das ist halt effizient. Ja. Ich meine, diese 207 Einheiten, die ich reparieren muss, sind jetzt ein bisschen wartungsintensiv. Komm, nur so ein kleines bisschen. Aber es sieht hübsch aus. Geht eigentlich mit der Kamera? Ja, das geht ungefähr, müsste das mit der Kamera funktionieren. Ihr seht zumindest die Waffen und so weiter. Ich glaube, das ist wichtiger und meine Gesundheit. Ist gerade wirklich gegen den Baum gefahren oder hängt der Server? Nö, nee, das hängt. Ich hänge auch gerade irgendwie. Hm, jetzt fährt's. Oh, jetzt. Ah, sehr gut. Bei mir bist du gerade durch die Luft geflogen, hast einen Baum geduscht. Außer volle. Nö, war nicht. Das ist übrigens die Serverabfrage. Also, sie fährt wirklich ganz normal geradeaus, aber bei uns schießt sie mitten in den Wald rein. Das passiert immer wieder. Das ist ein bekanntes Problem, was wir auf jeden Fall auch irgendwie noch in den Griff kriegen müssten. Oh ja, ich sehe es gerade auf dem Stream. Sehr lustig. Ja, bekomme ich direkt Lust, selber wieder zu bauen. Hier dann zum Bibi. Nicht los. Schönes Häuschen hat er. Stopp. Ja, ich war ja schon am Bremsen. Hab jetzt ein lila Krakenschiff. Okay, müssen wir da mitfahren? Gut, dass es kein Rosa gibt. So, Munitionschecken. 10 von 19 ist schon mal scheiße. So. Cool, wir haben diesen Königstier vergessen. Hast du welche? Naja. Ja, einmal. Beim zweiten Mal, als ich welche für uns holen wollte, hat es nicht geklappt. Und jetzt gerade habe ich keine Schraubendreher mehr. Hast du das Memory-Modul? Das habe ich. Irgendwas wollte ich gerade noch. Schraubenzieher habe ich keine, richtig. Ach, stopp! Patrick. Was denn? Hm? Hier. Ich kann den Bogen hier nicht ziehen? Was hast du denn für einen mitgenommen? Kuponbogen 70 Pfund. Was? Hast du dir die Weste aus dem Auto genommen? Nein. Nein, habe ich nicht. Hat er nicht. Nein, aber ich habe auch... Wieso kann ich den Bogen nicht ziehen? Kein Spinat gegessen? Hä? Meine Werte stimmen eigentlich? Was? Wieso kann ich den Bogen nicht ziehen? Aber ich habe übrigens keinen Schalldämpfer auf dem Bogen drauf. Oh gut, wir wollen hier ein bisschen risky, Rainer. Ah, ja. Danke. Aber wieso... Ich habe den Bogen nicht gezogen. Hast du eine Toolbox da, Dani? Ich glaube nicht, wir können aber mal im Puderdöschen gucken. Nein. Nur ein K-Repair-Kit hätte ich im Angebot. Aber ich habe das. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich jetzt Bogen schieße. Nee, aber guck doch mal, was für ein Wert jetzt am Bogen steht. 70 im Moment. Okay. Das ging auch die ganze Zeit. Ja, und ich konnte die ganze Zeit schießen und jetzt kriege ich den Bogen nicht gezogen. Aber ich bin nur von den Werten ja auch nicht. Irgendwas stimmt hinten und vorne nicht. Kann doch wohl nicht sein. Ich habe einen Relock. Ja. Ich nehme auch gerade Stärke ab. Aus irgendwelchem Grund. Irgendwas passt hier nicht. Weste weg. Bogen nicht ziehbar. Oh, das ist seltsam. Gut, ich habe 4 Tage nicht gespielt, aber... Vielleicht bist du auf dem falschen Server. Ja. Ja, mit euch zusammen. Ja, dass sie mein Schiff noch nicht gesehen haben. Ja, dann entweder beschreiben oder Legolas Gilde ist nächsten Monat als Gilde möglich. Bist herzlich eingeladen, beizutreten. Dann geht das. So, ich locke rein. Ich höre euch schon laufen, ich sehe auch noch kein Bild. Ey! Ihr klopft euch schon wieder. So. Er schlägt. Nö. Hä? Das können wir mal probieren, ob das an dem Bogen liegt oder. Irgendwie ist das strange. Hast du einen 70-Pfund-Bogen? Irgendeiner von euch? Nee. Nein.
Also nicht dabei. Ja, also der Bogen ist in Ordnung. Komisch. Ich habe die ganze Zeit so Ballista gespielt. Ich habe eine dabei. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich die ziehen kann. Ja, dann müssen wir noch mal zurück. Eben gerade hattest du doch gezogen, oder? Ja, aber nur zur Hälfte. Ich kann die nicht ganz, ich kann die nicht durchziehen. Der ist zu schwach, mein Char. Danny, möchtest du mal gerade die Zombies außenrum ausschalten? Und dann kann ich mit dem Patrick gerade mal meine Base und mit dem mit der Toolbox die nachjustieren. Ja. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Weil wir hatten die ganze Zeit 70 Pfund. Was ist denn wieder los? Vielleicht ist der Bogen beleidigt, wir haben in letzter Zeit UMP gespielt. Komisch. Stabilisator ist drin und das war's. Sehr, sehr seltsam. Schreiben ist zu kompliziert, das glaube ich. Auf jeden Fall möchte ich damit machen. Gerne, gerne. Best weg. Genau, meine ich hatte nicht diesen weißen Harnfleck-Rucksack. Ups, warte. Wurde ausgesperrt. Guck mal gerade. Zugewicht einstellen. Wenn er jetzt sagt 30 oder sowas, läuft hier was gewaltig falsch. Nee, 70. Was dann? Nö, kann ihn trotzdem nicht ziehen. Er stellt 70 ein, ich kann nicht ziehen. Warte. Ist ja kaputt. Aber du kannst ja schießen. Ja, ich konnte schießen. Guck mal, der hier ist auf 60. Der ist auf 60 eingestellt. Ja, sonst gib mir auch mal Ballista oder sowas. Ballista hat aber 100, ne? Ja, oder halt die 70. Den kann ich ziehen. Okay, warte. Aber wenn ich jetzt. Ich zieh nochmal Zugewicht ein. Zugewicht einstellen. Interessant. Aber ich war ja bei 70. 70 hat er eingestellt. Ich kann nicht ziehen. Ja, für mich kannst du nicht ziehen. Nee. Nicht ab. Ah, jetzt. Okay. Ja. Interessant. Fuck. Geil. Kannst du mir einen 60er Bogen geben? Nein. Dann müssen wir bei mir oder, zu Hause. Oder meinst du einen Original-Compound? Ich kann dir einen Original-Compound geben. Ja, irgendwas, was als 60 hat, dann stelle ich den nicht ein und. Irgendwie ist das seltsam. Weil ich habe ja die ganze Zeit mit 70 Buntbogen geschossen. Ist ja nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal damit schießen. Mhm. Also irgendwas ist da buggy. Das war Gewalt. Also ja, den kann ich dir geben. Und hier ist das Brecheisen. Welcher? Ja, hier ist es jetzt. Ja. Ja, 60. Stabilisator haben wir noch mit rein. Hast du noch Dämpfer zufälligerweise gerade da? Den kann ich ziehen. Das ist aber. Oh, mein Charakter kann doch nicht Werte abbauen, oder? Während ich offline bin. Ja. Doch. Ja, nicht, wenn du offline bist. Ja, nicht, wenn du offline bist. Naja, ich habe ja nicht gespielt die letzten 4 Tage. Ich habe Stärke 2,6. Wenn du aber mit der UMP gespielt hattest und Stärke abgebaut hattest. Ja, aber er stellt ihn ja auch, wenn ich einstelle, auf 70 Pfund ein. Ja gut, dann müsste es eigentlich hinhauen. Deswegen. Also da muss ja irgendwas muss hier buggy sein. Okay, aber jetzt haben wir einen, dann. Ja. Gut. Weil sonst würde er ja auf 60 einstellen, logischerweise, wenn ich nur 60 ziehen richtig. Könnte. Und es gibt ja auch 65, oder nicht? Also würde er nicht um 5, ich würde ja nicht um 10 einstellen geht er um 5er Schritte, ja. Genau, deswegen, ja. Er würde ja, wenn ich abgebaut hätte ein bisschen, würde er auf 65 einstellen, nicht auf 70. Ich meine, ich kann nicht 10 abbauen, das wäre ja viel. Und ich habe immer noch, Skill ist auch, Bogen, Könner 100%. Gut, weiter geht's halt nicht. Aufgrund der Werte, aber da hat sich auch nichts geändert.
Legolas, das ist inzwischen behoben worden. Also wenn du den auf deinen Zügen nicht einschätzt, bleibt er auch da. Genau, das war so. Aber das ist was Neues. Ja. Aber jetzt haben wir... Scheiße, fahr nochmal zurück. Wieso habe ich den Bogen jetzt wieder gelegt? Aber beim Einsteigen, der liegt vorm Auto. Weil ich kein... Ich hab deinen Rucksack genau so organisiert, dass es nicht reinpasst. Geil. Nichts im Rucksack, man kann es trotzdem nicht machen. Schön. Ihr habt das nicht gesehen. Das Bier ist schuld. Du hast immer noch kein Zuhause, oder? Ich hab immer noch kein Bier, nein. Ja, dann wird's Zeit. Aber ich muss doch gerade fahren. Ja, ich kann ja auch fahren, so ist nicht. Den Bunker finde ich schon. Und Polizei wird mich schon nicht rauswinken. Nee, ich jammer einfach so lange rum, bis ich mich ans Ziel gestellt bekomme. Das ist auch eine Taktik. Ja, toll. Und weißt du, was das Schlimme ist? Es funktioniert in 90% der Fälle. So, irgendwo hier müsste jetzt dann theoretisch liegen, glaube ich. Wenn ich in der Hand hatte. Da liegt ein Pfeil. Da liegt der Bogen. Ich hab hier. Ja. So. Jetzt passt so, also ich wäre dann fertig. Hier wäre rundum kein einziger Zombie mehr. Würdest du auch die Amori bitte unten aufmachen schon mal? Nee, ich meinte jetzt vor der Tür. Guck mal, wie ging's eigentlich darum? Hättest du gerne noch ein paar Carbonpfeile? Nö, ich hab 36 Metallpfeile, das reicht. Okay. Ich wollte eigentlich jetzt nur so lange hin und her fahren, bis das Auto tatsächlich leer gefahren ist. Na toll. Die Kanister, die da drin liegen, sind nämlich auch alle leer. Dani? Ja, bitte. Du hast da Fleck auf der Motorhaube. Nur einen kleinen. Na toll. Ich freue mich. Dann sieht das Auto ja bald so aus wie das von Pipi. Ja. So wunderschön. Und seine Motorhaube sieht auch so ein bisschen lädiert aus. Ah, ich höre euch schon. Ich stehe hier an der Straße wie so ein Anhalter. So, wir packen den jetzt dann ins Auto und packen jetzt den auf den Rücken. So, ich packe hier mal 3 bis 5 Pilze in die Puderdose. So, wir spielen... Wobei wir haben jetzt Was Tag. Was fehlt jetzt? Nachtsichtgerät. Ja, nee, es ist ja hell genug inzwischen da drin seit dem letzten Patch. Ja. Das stimmt allerdings. Und wir machen das Licht ja an. So, also gelootet habe ich hier jetzt noch nichts. Ich wollte euch nicht den ganzen Spaß verderben. Können. Schade, dass hier der Pack draußen. Nicht da war, den ich hatte. Oh, was? Hier ist nicht alles tot. Du bist Protokoll. Draußen halt. Ja. Ja, das klingt nicht so, als wenn hier draußen alles tot wäre. Draußen ist alles tot. Hier in den Häusern war es nicht. Aber draußen war alles fertig. Ah, Harry Potter Brille. Sehr schön. So, wie war das mit den Küchenbrettern? Achso, ja, wie viel willst du denn? Wie viel hast du denn? Sag dann einfach Stopp, wenn es reicht. Yeah. Ah, dann müssen wir das Hacking-Spiel machen, sehr gut. Mhm. So, wer möchte? Mach mal. Mathe-Professoren bitte vor. Ich bin da mal weg. Ein bisschen Glück. Ja, es gibt tatsächlich Kombinationen, die um einiges... Achso, shit, das kostet jetzt jedes Mal einen Schraubenzieher. Ja. Oh, ja, wer hat denn hier die meisten? Ja gut, ich will die aber für Waffen und nicht hier für... Ja, so. Dann können wir es auch Nacht machen. Ja, warte mal, lassen wir einmal probieren. Wenn das jetzt scheitert, dann machen wir Nacht. Warte, ich probier mal. Kurze Konzentration. Achso, Space. 240, 250. Ich hab's. Ich muss plus 10 plus 10 nehmen. Okay, die erste plus auch. Das war jetzt 10, also das war jetzt ein klassisches Beispiel für einfach geht's nicht. Kostet das bei Erfolg auch einen Schraubenzieher, ja, oder? Ja, ja. Ja. Ich mach hier wieder zu, ne? Ja, mach. Hallo? Geht nicht. Nee, ich hab da eine Hand drauf, aber es geht nicht. Oh, taktische Armeehose und eine Mütze.
Also Blue. Zumachen geht nicht. Geht vielleicht von selber wieder zu. Ja. Ah, da kommt schon der erste aus der Tür rausgebackt. Was? Ich mach's mal zu. Ein Traum, ich freue mich. Warum rennst du? Vorsicht. Erster spawnt gleich. Ja, warum soll ich nicht rennen? Wir wollen ja ein bisschen Blödsinn machen, oder? Ja, aber ich lass erstmal reingehen zumindest. Ich würde mal. Patrick. Ja? Schau mal. Was denn? Oh. Was Holger in der Hand hat. Gesehen? Nein, du warst schneller, oder? Ja, du warst schneller. Ah. Wie viel hast du denn dabei? 80. 3. Holger? Ja. Geht nicht, oder was? Geht das nicht. Also irgendwas ist wirklich buggy. Alter Verwalter. Hat er meine Handgranate geklaut. Mhm. Geht echt nicht. Nee, da sind, zum Baby, da sind keine Mechs. Das sind diese neuen verlassenen Bunker. Die, sind auch von innen alle momentan noch gleich aufgebaut. Ist das nicht? Was denn? Hier. Ja, das ist doch nicht so schlimm. Die Granate behältst du, ja? Ich kann die aber auch nicht. Ja, ich kann die aber auch nicht. Lustigerweise konnte ich die Granate nicht werfen. Also, die Rauchgranate jetzt auch. Per Schnelltaste. Da musst du die, wie bei den Steinen, da musst du die markieren. Hatte ich. Dass du diese hattest. Hatte ich, okay. Nicht. Also, irgendwas läuft mega scheiße gerade bei meinem Charakter. Also, wahrscheinlich, wenn du so Holger gegeben hättest, hätte es wieder funktioniert, so wie bei der Tür. Genau. Holger, willst du was mal mit der Granate testen? Ja, gib her. Ups. Ich hab schon sehr lange nicht mehr gespielt. Scum. Wird Zeit, Zombie. Wird Zeit. Nehmen wir an, möchte jemand anders hacken? Soll ich hacken? Hack du, ich hab keinen Schaum hier dabei. Das ist vorbereitet. Ne, ich hab gar keinen mehr. Wir haben keine mehr. Achso. Viel hab ich nicht mehr. 3 Users oder so hab ich noch. Hier ist einer gespawnt auf jeden Fall jetzt. Ja. Ich würde mal. Wir können die mal mit Schaltern vom, zumindest wegmachen und so weiter. Ich hab jetzt eh schon. Ja. Ich hack mal. Mhm. Naja, ist das jetzt ein Schraubenzirkus? So, 60, 60 und 20. Hab's schon. So geht das, Freunde! War das schon ein Racer? Nein. Nee, es war ein normaler Zombie. Wie sieht das nach links aus? Links ist sicher. Das ist echt sehr hell. Das ist nur die Tür. Warte. Er wollte trotzdem okay. Schleichen. Schrecke, okay. Nicht so. Also schleiche, aber halt mit Waffen mal. Muss man probiert haben. Tatsächlich kein Racer da. Krass. Ich würde jetzt mal, gib mir mal Deckung. Ich würde mit dem Brecheis jetzt mal die Tür hier aufbrechen wollen. Einfach mal zum Testen auch. Ja. Okay. Und wenn halt ein Racer spawnt, spawnt ja. Genau, gleich, wenn wir uns weiter bewegen. Stopp. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht hinter und vor uns dann einer spawnt. Also, kommt drauf an, wo es sich aufhält. Über uns gerade jetzt kann keiner spawnen, dir und mir. Ja, ja. Aber hinter Holger könnte einer spawnen. Guck mal gerade nach oben. Nee, guck mal nach oben. Nein, der Spawnpunkt, der ist genau hier. Also, ich mach uff. So, 10%. Mal gucken, wie viele kommen. Ich mach mal auf, ihr schießt. Erster da? Nee, das war ein normaler Zombie. Okay, 50%. Erst ist einer gespawnt. 80%. Oh, open. Wie viele waren's? Einer. Ah, guck mal, das geht aber. Oder? Zwei. Oh, die Tür ist wieder. Die Tür geht aber wieder auf jetzt, oder? Ja, ich loote mal. Ja. Mit 200 das Sicherung. Nachladen. Hältst du den Platz im Auge, Nani? Spawnplatz. Warte, da kommt noch einer. Ah, fuck.
Okay, bin raus. Ist er tot? Ja. Ich lockpicke die zwei Dinger. Ich muss mich verarzten wahrscheinlich. Ja, zweimal C2. Wenn ihr Pause braucht, einfach ruhig. Dann sagt, ich soll Stopp machen, dann höre ich auf zu looten und alles. Alles gut, ich bin bei 90%, aber ich habe 2 C2, die muss ich gerade behandeln. DM 1911 und Geigerzähler. Serpent 357er und ein bisschen Munition 308. Und dann sind wir hier durch. Okay, bin wieder am Start. 87%, aber alles in der Stabilisierung. Und die Tür geht einfach so auf. Ja, das lohnt sich aber. Ey, ganz ehrlich, für das, dass du den Scheiß nicht knacken musst und keine Sicherung nichts brauchst und das Brecheisen. Wie viel Prozent hat das Brecheisen gekostet? Hatte das 100? Ja. 80 habe ich jetzt noch. Oh, das geht. Gehen wir mal Richtung Amori, würde ich sagen. Und machen die Amori aufbinden, oder? Ja. Jetzt leise. Also so leise, wie es geht. Nur, dass wir nicht triggern. Da ist einer. Der eine steckt bei der Tür. So halb. Kommst du raus, oder nicht? Und da spawnt gleich einer. Ja, ich mach zu. Vorsicht. Ja. Hier nicht bewegen. Dann dürfte der nicht spawnen. Ja, kommt er. Hier ist tot. Wieder Stopp. Mhm. Okay. Da kommt der nächste da gleich. Kommt noch was. Achtung. Das ist eben das Problem, wenn du schießt. Aber eigentlich müsste der, wenn der erste noch da ist, dürfte jetzt keiner kommen. Doch, da kommt er. Und da ist er. Gestoppt. Ja, komisch, wenn es jetzt eine Ever-Ending Story wird. Nö. Oder? Ja, irgendwo ist einer gespawnt zu hinter der Tür. Ja, du, das ist egal. Erstmal nicht. Beim Generator, glaube ich. Searcher? Nicht? So, wir brauchen noch eine Karte. Wir hacken die Tür wieder, oder? Da packt gerade einer mit dem Kopf ein bisschen durch. Okay. Was soll jetzt beispielsweise. Gar nichts getriggert, oder? Ja, das ist weil. Also auf jeden Fall im Generatorraum ist einer drin. Okay, warte, ich munitioniere kurz auf. Das macht übrigens keinen Lärm. Verbinden übrigens auch nicht. Ich muss kurz was trinken. Und dann mache ich. Soll ich die Tür hacken oder mach mal. Obwohl, ich habe eine 200er Sicherung gelootet. Wir hauen eine 200er Sicherung rein, oder? Wir gehen vor. Ja, wir brauchen erstmal eine Karte, sonst kriegst du die Tür gar nicht auf. Achso, ja, Office. Und vielleicht, ich kann auch nur die Zombies. Weil ich loot mal die Zombies hier. Die sind ja auch noch allein gezogen. Okay, ja, ich mach die Tür mal auf. Warte, ganz kurz. Ich bin noch am Looten. Okay, jetzt. Einer drin? Nee. Ja. So. Vorsicht! Ich hab eine. Vorsicht! Nicht bewegen. Das ist voll übel mit dem Durchbacken, ja, aber sowas von. Das stimmt. Okay, Gefahr gebannt. Ja, und hier oben eine 600er. Okay. Jo. Oh, Razor. Da ist einer. Oh. Okay. Nicht mehr schießen. Und hier wieder einer. Wenn wir uns nicht bewegen? Weil wir geschossen haben. Müsste eigentlich einer kommen. Ja. Nee, gut gegangen. Doch. Nee, doch. Der. Jetzt aber nicht. Doch. Ja?
Ihr seid schallgedämpft. Ja. Mhm. Wenn nur einer schießt? Auch dann. Ein Testhalber? Machen wir. Jetzt kommt aber keiner mehr. Achso, okay, jetzt kommt aber keiner mehr. Hier rein. Ich hab mal vorne die Tür im Auge, falls da wieder einer durchwackelt. Ich hau die 600 da rein. Mhm. Und was brauchen wir? B und C. A, B, C. B, C, ja. A, B, C. Ist drin. Ich komme wieder raus. Wie lange haben wir Zeit mit der 600er? 8. Ja, irgendwie sowas. 8, 12. Ich glaube 12 sogar, ne? Und dann 16 und 20 oder sowas. 24. Suicide sind hier drin nicht, ne? Nee. Genau. Nicht. War mir so. Okay, lass erstmal Richtung Amor. Wir können nachher noch die anderen aufbrechen. Ich mach hier mal zu. Yes, genau. Mhm. Da links war was in der Kafta. Oh, 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 Achtung. Vorsicht. Hinter uns. Sonst kommt schnell hier rein, macht gut, macht zu. Rein, macht zu, dann ist der uns ja egal. Das ist nur noch der vor uns, Mann. Erstmal relevant. So, aber mal Stopp, damit wir die beruhigen. Da ist einer. Und einer kommt bei uns, glaube ich. Der ist uns erstmal egal. Warte, wir machen mal den Bogen weg dann. Lass aber erstmal vor, machen wir erstmal Mori. Ist ja egal. Außerdem, die spawnen die teilweise auch wieder. Okay. Ich mach auf. Mhm. Also links ist safe. Einer ist weg. Okay. Okay, rein und Tür zu. Ja. Oh, oh, oh. Nein. Okay. Rein und Tür zu. Kommt rein. Ja, bin drin. Lass mal safe. Tür zu. Einer da dran steht an der Tür. Okay, weg. Zu. Geh zu. Schalt genau runter, gell? Moment. Cool, er merkt es nicht, oder was? In den Kopf schießt, hat er das gemerkt? Irgendwie habe ich einen Soundbug. Okay, die sind weg. Ich gehe an die Amori. Bei uns ist jetzt zumindest gerade nichts. Ich mache die jetzt auf mit Brecheisen. Da kommt ein Zombie. Schieß. Wenn ich in der Hocke bin, schieß einfach hoch. Okay, mach auf. Mhm. Endercode? Nee, ich bin nicht Endercode. Das sind Kuffbrechen, Freunde. Ich glaube, das Brecher ist in der Hand. Kannst du die nicht mehr aufbrechen? Geht es bei dem Zahlending nicht. Nee, das andere hat auch einen Zahnschloss. Der SQ, den ich aufgebrochen habe mit dem Brecheisen. Ach, stimmt. Das hier hat auch nur Endercode. SQ ging mit dem Brecheisen auf. Ich wieder, vielleicht mein... geht's nur bei dem oben. Guck mal, nimm mal das Brecheisen und probier mal mit F drückt halten, ob da nur Endercode steht. Was meinst du jetzt? Ja, das Brecheisen ja. Aber ob ich sie kriege. Ja, ob es bei dir geht. Vorsicht, nicht, dass einer spawnt. Ja, nur Enter Code. Nicht bewegen. Sag mal, war hier nicht die Kiste gewesen, Dani? Stand die Kiste nicht vor dem anderen Sicherungskasten? Gib mir nochmal das Brecheisen, bitte. Ja. Enter Code, Enter Code. Dahin, die andere hatte auch ein Zahlending. Oder musst du das aufs Zahlending anwenden? Enter Code, Enter Code. Cool. Ist das vielleicht, weil wir Strom... Ah! Könnte natürlich sein, weil wir Strom haben. Okay. Das können wir gleich ändern. Also die Kiste ist weg, Dani. Okay. Ja, mach mal da... Kann mal einer vor... genau, mach mal Strom. Na, Holger aus. Ist schon da. Mach mal aus.
Ah, tatsächlich. Das liegt daran, weil wir Strom haben. Ja, ach krass. Okay, ich breche auf. Seid ihr wieder so weit dann? Ja? Mhm. Da kommt hinter dir, glaube ich, was. Irgendwo höre ich was zumindest. Kommt was? Das höre ich. Jetzt kannst du. Nee, du kannst. Okay. Boss op. Okay, 10%. 20. 30. Ist hier unten aber lauter als oben. Ja, weil die unten getriggert werden, aber das ist ja zu auch. Aber wir wollen ja nicht wollen. Aber es ist interessant, dass das nur geht, wenn tatsächlich das Licht aus ist. Was ein bisschen blödsinnig ist, aber okay. Ach, okay, 100%. Ja, okay. Okay, komm, wollt ihr auch mit rein? Ja. Nein. Ja, Tür ist gerade zugegangen. Ihr könnt die aufmachen, die ist open jetzt. Nö, not powered. Nein, die kannst du nur von innen aufmachen. Achso. Okay. Kommt rein? Denn. So, ich würde einmal durchsuchen. Ja, mach du doch die Schränke. Das sind die Schraubenzieher. Ja. Okay, erstes auf. VSS, ja, VZ und SVD Magazin. Ich hopp mal, dass sie einer einsammelt. Ja. Ich nehme da jetzt nicht meine guten Dietriche. Wir heben uns auf tatsächlich für die untere Armorie, ja, wo es wichtig ist. Hier sind nur die Billigschlösser drin. So, 56 Minuten geht die Folge übrigens schon wieder. Ich habe vergessen, die Folge. Und er hat mich auch nicht dran erinnert. Jetzt hatte ich doch einen guten Scheiß. Du willst natürlich dran erinnern. Ja. So, eine Block. Vor einer halben Stunde hättest du Pause machen können. Ah, danke. So, eine Block war nur drin. Warum gibt mir eine M82C1, wobei die, glaube ich, eh nur unten spawnen kann? Ja, wird nur unten sein, hinter den goldenen Schlössern. Da ist gar nichts drin gewesen. Oh! MK18. Nicht schlecht. Mhm. Habt ihr noch Platz? Ja. Ja. Geht noch, Olga, oder soll ich? Ja, ja. Ich habe einen leeren Rucksack, also nur ein paar Verbände drin. Wir munitionieren mal nach schnell. Also, ja, immerhin. M19 Separator, eine Block, eine MK18, ein Geigerzähler, VSS, bisschen Muni. Boah. Ein Brecheisen, das jetzt 40 Aufladung weniger hat, ganz okay, glaube ich, oder? Mhm. So, dann machen wir wieder auf. Ja, wollen wir mal so ein Dings hier aufmachen? Mhm. Oh, oh. Achtung! Nicht mehr schießen. Nimm den Bogen. Das ist eh orientierungslos. Spawnt er? Ja, bestimmt. Nee, warte mal. Nee. Hm, da ist er doch schon. Also, ich hol mir. Okay. Ich mach ihn die Zombies noch weg. Okay. Hier rechts vor der Tür sind auch noch ein paar, aber da sind wir ja noch nicht. Okay, Zombies vorne sind alle weg. Das ist der Gebornbogen gar nicht schlecht. Gerade für die Entfernung. Soll ich die hier aufbrechen? Ja, das, da findest du aber nicht viel drin. Das ist genauso wie diese kleinen Lagerraum, ja schon, aber wenn wir unten die Depositories aufmachen, hast du viel bessere Chancen. Achso, wollen wir runter? Wofür haben wir denn die Handgranaten dabei? Achso. Meine Taschen sind voll. Na, wobei es geht. Ja, okay, dann, aber Dingen, wir haben hier die Armory, wenn der Brenner dann hochkommt, können wir uns da drin verstecken. Ja, komm, kriegst du die jetzt auf? Warte mal, geht die jetzt auf oder nicht? Ah, nee, die bleibt offen, oder was? Ja. Ah. Oh, da kommt noch einer gewackelt, Achtung. Pam. Kann ich meine Pfeile wenigstens wieder einsammeln? Oh, Lumpen. Lumpe! Ach, Sicherung! Ja, schön. Auch wieder eine 200er. Außerdem, Dani, du musst ja noch dein Modul aktivieren.
Da ist noch einer. Ja. Zwei runter. Oh ja, das würde ich gerne mal sehen, wo das ist. Ach, der war scheiße. Okay. Geh mal ganz kurz meine Pfeile einbuddeln. Okay, Moment. Klappert auch. Ich muss sagen, das mit dem Brecheis und dass da ein Razor spawnt, wenn du jetzt allein bist, scheiße. Klar. Aber wenn du jetzt zu zweit bist oder so, ist es eigentlich kein Thema. Einer kümmert sich um den Razor, der andere bricht das Ding auf. Ja, du kannst genauso gut das Zahnschloss auch aufmachen. Gut, aber wenn du es halt verkackst, verkackst du es. Ja. Und der Trainer möchte auch mitspielen. Na gut, spätestens unten würde ich mir ernsthaft Gedanken machen, wie gut das ist. Also unten kann ich mir vorstellen, ist das zu laut. Da wird der Brenner drauf reagieren. Ja. Aber das sehen wir gleich. Also, ja, wir probieren es einfach mal. Eine Hand und raus. Okay. Hört zu irgendeiner? Mhm. Jetzt müssen wir nur mal gucken, was halt unten an der Treppe los ist. Aber jetzt eigentlich bin ich gespannt. Es kann natürlich auch sein, dass wir die jetzt durch die Armory pullt haben beispielsweise. Irgendwie. Dass da weniger stehen. Oh ne. Oh Gott. Okay. Warte. Ja, ganz viele. Ja, das ist gut. Oh, das ist sogar sehr gut. Oh Gott. Sollen wir die Tür schon mal wieder aufmachen hier? Nee, lass sie mal zu. Oh, shit. Die Granate hat nicht funktioniert. Raus und Tür zu. Tür zu. Sind wir alle draußen? Ja. Jetzt kommen sie alle. Ja, aber das ist auf jeden Fall Audi. Einer. Ja, genau. Genau auf mich. Wo ist er? Immer auf die kleinen Dicken. Was ist hier los? Okay, ist er tot? Er ist bug bei mir. Jetzt muss er tot sein, oder? Jetzt ist er tot. Ja. Okay. Bogen. Einer. Holger, machst du die Razor? Mach ich was? Razor. Bekommen von oben. Ja. Aber das ist auf jeden Fall die bessere Taktik für den Haufen an Kundschaft. Frag mich nur, warum ich da keine Granate schmeißen konnte. Ich konnte die Handgranate auch nicht schmeißen. Die Rauchgranate. Das ging nicht. Ich musste die in die Hand nehmen, ich konnte die nicht über Schnelltaste machen. Irgendwas backt richtig krass rum. Wir müssen gleich lustig Pfeile sortieren. Hast du Metallpfeile? Yep. Ah. Oh! Okay, warte. F. Bin raus. Achso, shit, ich wollte dieses Intelligenz-Elixier nehmen. Was ist das denn? Eine C2, kurz verarzten. Mach keinen Lärm, oder? Ja, mach keinen Lärm. Mist, das hätte ich ja vormachen müssen. Das gibt ordentlich Skill. Ich hätte aber gerne die Granate gesehen. Wir haben so ein Bibi. Das sind nur ein paar hundert. Das ist kein Problem. Ich habe gerade ausgemacht. Das war zu hell gewesen. Ich pack gerade mal Pfeile ein, bis ich wieder voll bin. Und den Rest nimmst du einfach dann mit. Mhm. Ich bin voll. Der Rest kommt dir. Ja, ich habe einiges. Geht mal rein und dann machen wir die Tür zu. So, also ich habe mal 9 Pfeile eingesammelt. Die leg ich mal hier hin. Ja. Es wäre sogar vielleicht sinnvoll, wenn du das unten so spielst, dass du die auch pullst, hier hoch, also einer pullt, hier hoch rennst, Tür zu, wäre, glaube ich, die sinnvollste Variante, wie du das spielen kannst. Oder die nächste Tür halt, die möglich ist, weil das hätte nicht überlebt. Ach doch. Das sind 20 Stück. Wenn es mit der M249 reinhältst, okay. Da kommt noch ein bisschen was. Yes. Ich habe immer Angst, euch zu treffen. Ich bin im Nahkampf schneller mit dem Bogen wie du mit dem Gast. Nur wenn ich keine Rücksicht auf dich nehmen muss. Im Raum. Neben der Treppe ist einer gespawnt, gerade ein Razor. Ja. Der kommt doch gerade. Lass uns mal auf den geraden Boden gehen. Oh.
normal. Ah ja. Oh, ich habe keinen Muni mehr. Ich bin. Er hat mich. Ja, okay. Komm raus. Okay. Er hat Achtung, mich. Hinter dir, Dani. Oh, ich bin sehr stark verletzt. Habt ihr es unter Kontrolle? Okay, ist tot? Nee, ich hab ihn. Ja, ja. Ich hab ihn. Okay, eine C3. Hier liegt noch eine HS9. Ja, Moment, lass mich erstmal verbinden. Warte, ich pack sie mal ein. Oh, der hat mich krass erwischt. Irgendeiner hat mir ein Messer geschlitzt. Das war dann ich. Alles gut. Ich lebe noch. Also, das ist dann gut. Wenn sie es macht, ist das gut. Wenn ich das mache, wird gelästert. Ja. Ich fühle mich gemobbt. Ja, ich verbinde nur. Ich durfte keine Geräusche machen. So. Präventiv. Schmeißen wir mal eine Antibiotika. Wieso ist meine Waffe tatsächlich leer? Ich habe doch vorher nachgeladen. Wo ist mein Magazin hin? Meine Taschen sind nicht ansatzweise voll. Mir fehlt ein Magazin auch. Was ist denn hier los? Wenn du mit Return nachlädst, dann kann es sein, dass die Magazine verschwinden. Mit R, ja, dann verschwinden teilweise die Magazine. Oh, beide unten sind es. Guter Hinweis, dass ich auch mal nachladen muss. UMP wäre tatsächlich hier die beste Variante gewesen. Wenn wir eh durchschießen. Aber so kannst du eigentlich relativ zügig, wenn du es jetzt wirklich nur darauf anlegst, eigentlich den Bunker zumindest so. So Schnellvariante halt. Risky, aber. Wenn du jetzt sagst, du scheißt praktisch so wie wir gerade, du scheißt ein bisschen auf Eraser und auf Sneaky. Sollte meine Verletzung vorsichtig sein. Ich habe nur 37% Life. Ich denke, es kommt darauf an, ob du alleine oder in der Gruppe spielst. Ja gut, alleine kannst du es nicht machen. Ja. Also das funktioniert nicht. Da muss es sneaky sein. Das Problem ist halt, wenn man sich zu viel Zeit lässt, dass du dann mit viel Respawn zu kämpfen hast. Ja. Ihr könnt schon mal, wenn ihr wollt, weiter runter. Ich bin halt bei, also darf keinen Hit mehr fressen gerade. Was wird einen Moment dauern? Ja, ich habe 5C1. Aber die werden auch gleich besser. Immunsystem 3600%. Yes! Antibiotika sei Dank. Ach, da kommt Razor wieder. Ja. Müsst ihr machen. Ach ja, komm. Also Dani, es macht mehr Sinn, wenn du zuerst zuschlägst. Ja, ich schon weiß schon. Hinter uns sind auch schon 2-3 Stück. Pass auf, ich will dich nicht erwischen. Ja, bin weg. Okay. Okay. Ja, solange hinter uns die noch aggro sind und nicht durch die Tür wackeln, ist alles gut. Nö, die wir müssen langsam mal nach der Karte für unten gucken. Mhm. Stimmt. Sag, wenn du fertig bist. Achso, fürs Let's Play, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.